Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Heute geht es für uns endlich wieder aufs Turnier. Seit dem März ja in der Schweiz keine Turnier gewesen und jetzt seit Anfang Juni dürfen wieder Turnier sein. Und jetzt heute ist auch das erste Turnier, das ich auch starten kann. Und ich freue mich schon gefühlt die ganze Woche. Und ich bin auch ein bisschen nervös. Und wir werden in Arberg eine Prüfung BR90 und eine BR95 starten. Und ja, es ist noch sehr früh morgen, da die Prüfung schon um 8 Uhr anfängt. Aber ich hoffe, es läuft alles gut. Ich habe nichts vergessen, weil es wirklich schon ein bisschen lange her, dass ich für das Turnier eingepackt habe. Und in diesem Sinne wünsche ich viel Spass bei diesem Video. Als erstes möchte ich sagen, dass wir mit beiden Rossen an diesen Konkurs gegangen sind. Also, der Goma ist im Anhänger gestanden und mit der Lemmy vorne gehabt. Und ja, also, ich denke, das ging einigermaßen, aber trotzdem war ich mega blöd. Und der Lemmy war auf dem Abendplatz super nervös und hat die ganze Zeit gewiehert und hat sich nicht richtig konzentriert. Als ich in den Parkour reingegangen bin, war es eigentlich recht gut. Aber wie ihr werdet sehen, ist es zumindest im Parkour dann wieder zu einem Problem geworden. Dann hat es auch geläutet. Ich habe ihn hier zurückgerichtet. Man sieht, er ist wirklich, also gegenüber auf dem Abendplatz ist er ziemlich ruhig. Dann sind wir angaloppiert. Und dann sind wir von der rechten Hang. Ja, dort hat er schon ein bisschen umgegümpelt, das hat er an diesem Tag noch ziemlich oft gemacht. Dann hat es hier so auf rechte Hand auf Sprung 1 angefangen. Ist ein bisschen gross, aber er ist wirklich schön gesprungen. Letztes Mal ging das Problem, dass er zu fest zuläuft. Das 2 war dann eine gute Distanz. Dann bin ich hier vor dem Sprung durch auf das 3. Und der hat es sehr schön genommen. Dann hier weiter auf das 4. Wieder schön, dann hier beim 5. Hat er hier die jungen Bautchen plötzlich angeschaut und dann sind wir doch etwas dicht gekommen. Und dann hier hat er eben angefangen zu wiehern und die ganze Gewiehert. Und ich konnte ihn nicht genug wieder an die Hang nehmen. Und dann ist die Stange dort leider gefallen. Und dann sind wir immer noch sehr unkonzentriert gewesen, hinterher. Und dann ist die 7. auch noch gefallen. Aber dann hier am Doppel war es wieder gut gewesen. Dann ist mir auch schön aus dem Doppel raus. Und dann war eigentlich alles wieder gut gewesen. Und einfach, es sind dort kurz die 2 Sprünge, wo er sich kurz rausbringen lassen, weil vielleicht der Gomar gehört hat oder ich weiß es nicht. Der letzte war noch mal ein bisschen gross gewesen. Aber sonst war das wirklich eine gute Runde gewesen. Und ich möchte auch sagen, also letztes Jahr und vorletztes Jahr haben wir ja das Problem gehabt, dass Lemmy Ender so rückhaltig war und mega drunter gelaufen ist bei den Sprüngen. Und ich finde es wirklich, also die Runde zeigt, dass wir dort wirklich Fortschritte gemacht haben. Er ist schön vorwärts gelaufen. Und wenn es mal gross ist, wurde, ist er auch gross gegangen und nicht immer drunter gelaufen. Und dem, das sind 2 Fehler, finde ich, es war wirklich eine super gute Runde gewesen. Ich habe im ersten Umgang schon Nummer 67 und im zweiten Umgang schon Nummer 11. Sprich, wir konnten nicht wieder einladen. Und ich bin einfach, ich habe die ganze Zeit reiten, weil er so doof da hat. Wir konnten ihn nicht können führen. Und er hat sich auch wirklich immer noch mega aufgeregt, er ging nach dem Gomar gewiehert und ja, und so war es so nervig, dass er im zweiten ja nicht müde war, also er ist immer noch wirklich galoppiert, aber man hat gemerkt, es ist nicht mehr so spritzig, er ist wirklich mehr so er ist nicht richtig müde gewesen, aber auch nicht mehr ganz fit, das hat man einfach gemerkt und man hat gedacht, das war vor allem gewesen, eben, wo sich so aufgeregt hat und es war eigentlich wie mentale Müdigkeit gewesen. Deswegen war der zweite Umgang nicht mehr ganz so spritzig gewesen, aber ich finde auch dieser Umgang war sehr schön gewesen. Dann kommen wir dann zum zweiten Umgang. Hier Sprung 1 hat man schon angeschlagen, aber die Stangen sind noch oben geblieben. Dann bin ich schön weitergegangen hier zum 2. Das haben wir auch schön genommen. Man sieht schon, er geht wirklich nicht mehr so vorwärts wie im ersten Umgang, aber hier ist mir gleich auch noch gross gegangen, also vom Drungenlaufen haben wir auch im zweiten Umgang wirklich eigentlich fast nie gehabt. Dann hier bin ich ein bisschen komisch gekommen, aber er hat mir trotzdem schön genommen. Dann war es so eine Schlangenlinie fast gewesen. Und das 5 hat er mir schön genommen.
Dann ist dort hinten weitergegangen auf ein Topo. Hatten wir, ja, ist ja schön raus, was beim Topo bei uns immer so ein Problem ist. Dann den nimmt man auch schön auf gross und ist nicht drunter gelaufen. Dann hier beim Hypona läuft man sich etwas drunter. Und dann gehe ich hier hinten durch und dort hier zieht man so Zug aus den Hängen und ich konnte zwei schnell aufnehmen. Dann ist man hier drunter gelaufen und die Stange ist leider gefallen. Und der letzte dann auch noch mal schön genommen. Und alles in allem ist gleich auch ein schöner Umgang gewesen. Die Stange war mega schade gewesen, aber weil nicht mehr so spürzig war, hat die Zeit eh nicht gelangt für eine Kassiererin, aber klar, ich hätte natürlich gerne auch gehabt, aber ich finde, es sind für den ersten Konkurs, ja, von dieser Saison, also Springkonkurs von dieser Saison, finde ich, es sind wirklich zwei schöne Runden gewesen und auf dem können wir definitiv aufbauen. Das war es dann jetzt auch schon wieder gewesen mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.